Deswegen lassen Sie es uns dabei belassen, dass ich jetzt nicht die Aufgabe habe oder mich nicht in der Rolle sehe, die einzelnen Gruppierungen zu klassifizieren als Terror, nicht Terror, moderat, nicht moderat, liberal, nicht liberal, islamistisch, nicht islamistisch oder was auch immer. Das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Zum Treffen in Riad, da hat der Iran darauf hingewiesen, dass dieses Treffen nicht mit den Wien-2-Vereinbarungen konform sei. Können Sie mal kurz ausführen, warum das konform ist? Und zu diesem Treffen an diese Oppositionsgruppen, da wurden ja gar keine Kurden zum Beispiel eingeladen. Dafür aber einige, sagen wir mal, terroristische Gruppierungen, jetzt nicht Al-Nusra und auch nicht ISIS, aber zum Beispiel Ara al-Sham, die Armee der Eroberung und die Islamische Armee. Finden Sie das hilfreich, dass diese Gruppierungen als Teil der Opposition gelten und als Teil einer möglichen Zukunft Syriens? Lassen Sie mich vielleicht zu dem Aspekt Kurden was sagen. Mehrere Fragen. Ja, aber ich würde gerne auf, ich will Ihnen die ja beantworten, ich fange gerne mit den Kurden an. Es waren ja eine ganze Reihe kurdischer Vertreter und Parteien dabei, aber es stimmt, es gibt große Vorbehalte von Seiten aller Oppositionsgruppen, was die PID angeht. Am Ende, und das ist unsere Überzeugung, muss eine politische Lösung in Syrien möglichst von allen wichtigen und zu einem Frieden bereiten Gruppen mitgetragen werden. Auf diesem Weg haben wir in Riad aus unserer Sicht einen ersten, einen sehr wichtigen Schritt gemacht. Aber es ist klar, und das habe ich gesagt, es müssen ganz viele weitere Schritte folgen. Zu der Frage Ahrar al-Sham und Terror. Ich will hier nicht die Rolle einzelner Gruppierungen kommentieren. Saudi-Arabien hatte die Aufgabe, die Oppositionsgruppen an einen Tisch zu bewegen. Und das bringt mich auch zu Ihrer Frage, ob das kompatibel ist mit Wien. Ich meine, das ist ja ein Resultat des Wiener Treffens, dass Saudi-Arabien einen Auftrag bekommt, die Oppositionsgruppen zusammenzubringen und dann sozusagen eine Delegation zu bestimmen. Jetzt wurde ein Gremium bestimmt, das dann eine Delegation entsendet. Das heißt, also wir sehen das Treffen in Riad als einen ersten konkreten Schritt des Wiener Prozesses, der Wiener Verhandlungen. Es ist eine Reaktion darauf, es ist ein Resultat des Prozesses und deswegen natürlich kompatibel. Ich glaube, alle müssen Interesse daran haben, dass die Verhandlungsdelegation der Opposition ein möglichst breites Spektrum all der Gruppen umfasst, die sich zu den Prinzipien eines friedlichen Übergangsprozesses bekennen. Das ist doch das, worum es geht. Alle, die sich zu den Prinzipien eines politischen Übergangsprozesses bekennen und damit zu Wien, das wäre sozusagen das Beste, was man sich vorstellen kann. Und das wäre der Weg zu der Umsetzung der in Wien beschlossenen Roadmap. Herr Jung, Sie haben noch eine Nachfrage. Deutschland ist ja für Wien 2. Die halten sich auch daran. Das ist ja klar. Und das ist ja das klare Programm, das Kampf gegen Terror und die Ablehnung von Terrororganisationen. Jetzt kann die Bundesregierung nicht sagen, wer für sie gemäßigte Rebellen sind. Aber können Sie mal kurz sagen, wer für die Bundesregierung die terroristischen Organisationen in Syrien sind? Nee, das kann ich nicht. Ich habe ja gesagt, ich möchte nicht die Rolle der einzelnen Gruppierungen hier kommentieren. Es gibt ein klares Einverständnis, dass ISIS nicht an den Tisch gehört, dass Al-Nusra nicht an den Tisch gehört. Da hatten wir letzte Woche schon die Frage oder am Montag hier die Frage, ob wir Al-Nusra als Terrororganisation klassifizieren. Sie sind vom Vereinten Sicherheitsrat als solche klassifiziert. Über die Rolle der anderen mag ich nicht im Detail eingehen, ist auch nicht unsere Aufgabe. Ist Jordanien ja zugeschrieben, sozusagen diesen Weg zu bestimmen und über verschiedene Gruppierungen zu sprechen, die man als Terrororganisation klassifiziert oder nicht. Deswegen lassen Sie es uns dabei belassen, dass ich jetzt nicht die Aufgabe habe oder mich nicht in der Rolle sehe, die einzelnen Gruppierungen zu klassifizieren als Terror, nicht Terror, moderat, liberal, nicht liberal, islamistisch, nicht islamistisch oder was auch immer. Das ist jetzt nicht meine Aufgabe.